Das ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Und dass du inhaltlich alles nachvollziehen kannst, macht es Sinn, dass du den ersten Teil natürlich zuerst hörst. Das heißt, jetzt nochmal auf Pause klicken und dann die Folge zuvor zuerst hören und dann wieder hier einschalten. Alter! 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 Wir müssen reden. Alter! Wir müssen reden. Alter. Ich habe dich viel mehr im immer Arbeitsmodus. Ja, ja, ja. Immer gearbeitet. Aber ich muss halt, das war so, das ist so meine größte Erinnerung eigentlich. Aber für mich war halt diese Arbeit auch nie Arbeit, sondern das, ja, war, ich weiß, das war halt auch mein Leben und ich habe dem Ganzen halt auch eine Priorität zugeordnet, ja, die ich heute nicht mehr zuordne. Das ist halt auch passiert durch die Kids, aber auch halt durch Melli. Ja. Weißt du? Ja. Und das möchte ich einfach nur sagen. Und da gab es zum Beispiel Situationen, wo du, Papa, guck mal. Als Beispiel, es gibt noch ein Video, ich muss mal gucken, dass. Ich weiß genau, was du sagen willst. Drei, vier, maximal vier Jahre alt im Wohnzimmer wie hieß denn die Straße? Kronstraße, in der Kronstraße, genau. Wo du eine Pirouette drehst auf der Ferse und mir das immer wieder zeigt, was jetzt gut. Du hast so nach Aufmerksamkeit gegeben. Ich habe dich gefilmt. Zeig mal, das hört man sogar noch am Ende des Videos. Ja, zeig mal. Ich kann mich noch dran erinnern. Mal gucken oder so irgendwas. Also nicht an die Situation, sondern ich habe das Video mal irgendwie gesehen. Weißt du, und genau, und oh Gott, du bist heute noch, du wirst immer süß sein für mich, weil du meine Tochter bist, aber das war unfassbar süß, ja. Und wo ich dann halt auch denke, Mann, wie konnte ich damals diese Süßheit, die Süßigkeit, nicht so leben, erleben und sehen, wie ich das heute jetzt heute kann, es bei den Kleinen. Es auch noch mal jetzt gerade, ne? Schamgefühl ohne Ende. Weil du einfach das verdient hättest. Du hättest es so verdient, genau so im Umgang, den gleichen Umgang so zu bekommen, weil du so ein großartiger Mensch bist. Auf der anderen Seite glaube ich, und das klingt jetzt, das soll das nicht rechtfertigen, wie ich war, aber alle Schritte, die du machen musstest in deinem Leben, haben dich dorthin geführt, wo du heute bist. Und da gibt's einige Sachen, wer weiß, was passiert wäre oder wo du heute nicht wärst, wenn du andere Schritte gemacht hättest. Witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich das eigentlich die ganze Zeit sagen will, aber dich nicht unterbrechen wollte. ich hole mir jeden Tag, und zwar wirklich jeden Tag unter der Woche, von Montag bis Freitag, hole ich mir diese Aufmerksamkeit zurück. Klar, mache ich das, also ich mache das beruflich. Klar. Ne? Das ist mir schon klar, dass das, also es gibt, ich glaube, also mein Arbeitskollege, ich zitiere den mal ganz kurz, der sagt immer, das ist nicht natürlich, sich als Mensch so krass in den Vordergrund zu drängen, wie Radiomoderatoren das tun, ja. Also es ist einfach so. Es ist, also egal auch, wo Radiomoderatoren sind, die kommen mit den gleichen Sprüchen und die müssen immer lauter sein als die anderen. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, wir haben auch ein paar Ausnahmen, aber es ist einfach so und ich glaube, das kann keiner leugnen. Mhm. Und ich hole mir diese Aufmerksamkeit 8,5 Stunden am Tag zurück. Und erfüllt dich das dann auch? Oder? Das erfüllt mich. Weil kommt ja von anderen, die Aufmerksamkeit. Ja, aber die Aufmerksamkeit kommt auch von mir selbst. Ah, okay. Erzähl. Also auf der einen Seite, klar, kriege ich die Aufmerksamkeit von außen, weil ich bin in einem Umfeld, das mir mega gut tut und wo ich Bock drauf habe, ne, wo halt alle so sind wie ich. Das ist, kein Witz, es sind alle so wie ich. Klar, nicht genau so, das ist, ich glaube, alle wissen, was ich meine. Mhm. Aber es hieß auch, bestes Beispiel, es hieß so oft, oh Leonie, du bist so laut, von Freunden im Umfeld, eigentlich heute noch teilweise.
ne, also dieses, oder boah, schalt mal einen Gang zurück oder sonst was. Ja. Ich weiß. Auch innerhalb der Familie. Hm. Alter. Und im Radio. Hast du gerade Alter gesagt? Alter. Und im Radio, in der Redaktion, bei meinen Arbeitskollegen, da genau das braucht man da. Da darf ich einfach genau so sein, wie ich bin. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann so laut sein, wie ich will. Und auch in meinem Steckbrief, der auf unserer Seite ist, auf unserer Website ist, da sage ich, dass man meine Lache durch die komplette Redaktion hört. Man hört sie sogar übrigens von der anderen Straßenseite, wenn die Fenster zu sind, im Büro meines Chefs, hat er mir schon ausgerichtet. Aber er sagt wirklich, ich bin der Sonnenschein bei uns. Oh, wie schön. Und da weiß ich, dass das auf der einen Seite klar manchmal vielleicht too much ist, aber alle anderen sind auch manchmal vielleicht mal too much, wenn sie mit ihren Sachen kommen. Ne? Also das ist so ein, ja, auf jeden Fall will ich jetzt auch nicht zu lange mich da aufhalten, nee, aber so gut. Ich hole mir da eben diese Aufmerksamkeit zurück. Ich gebe mir da selbst die Aufmerksamkeit, weil ich halt eben mich dann auch mal irgendwie 2 Stunden ins Studio stellen kann und labern kann und weiß, das hören sich irgendwann die Leute an. Ja. Also ich kann da wirklich auch so mein verrücktes Ich, meine Drama Queen, die ich übrigens auch sein muss. Ne? Ich muss eine Drama Queen sein. Ja. Und ich bin es viel weniger. Ich bin es immer weniger, desto länger ich das mache beruflich. Ja. Und ich mache das jetzt noch nicht lang. 9 Monate offiziell. Hm. 1 Jahr inoffiziell. Hm. Und ich habe so viel für mich selbst gelernt. Und natürlich auch lerne ich jeden Tag beruflich mehr dazu. Aber es ist auch gleichzeitig irgendwie ich selbst. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, echt was mich unfassbar erfüllt. Hm. Würdest du sagen, dass wir Menschen versuchen sollten, uns genau so ein Umfeld zu erschaffen, dass wir wirklich möglichst genauso sein können, wie wir sind? Dass wir also wirklich, du musst dich ja nicht verstellen in dem Moment, ne? Du kannst ja genauso sein, wie du bist, oder? Ja, also ich weiß, dass wir jetzt ganz kurz von unseren Themen eigentlich abdriften, aber ich glaube, das finde ich gerade ganz Quatsch, geil. Das fließt das komplett, es geht ja darum, es geht ja darum, schau mal, da draußen hat keiner reine Beziehung erlebt. Ja. Keiner. Und jeder, der das hört und dadurch vielleicht hinterfragt, ob er im zum Beispiel richtigen beruflichen Umfeld ist, kann vielleicht dadurch inspiriert werden, etwas zu ändern. Oder sich mit anderen Menschen innerhalb seines beruflichen Umfeldes zu umgeben. Von daher, das ist, gehört so dermaßen mit dazu. Denk an die Liebe, die passieren muss außen. Dann würde ich sagen, ja. Weil ich hatte sogar letztens, oder ich weiß gar nicht, mit wem ich es darüber hatte, oder ob ich es mit mir selbst darüber hatte. und zwar geht es um das Thema nicht nur Umfeld, nicht nur beruflich, sondern auch Umfeld. Also ich finde, beruflich ist ja total wichtig. Und man ist bei jeder Person immer ein bisschen anders. Also ich bin bei meiner Oma anders, als ich bei dir bin. Ich kann bei meiner Oma nicht irgendwie dauernd Alter droppen, weil dann würde die irgendwann sagen, Fräulein, ne? Dann jetzt reicht's aber mal. Und so, weißt du, was ich meine? Ja, und bei meinen Freunden würde ich auch niemals sagen, oder bei meinen Freunden würde ich niemals so sprechen, wie ich mit meiner Oma spreche. Da würde ich sogar eher noch, egal, ich wollte es gerade so beleidigen, aber das ist, nee Quatsch. Also ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Also es geht um die Umgangsart, aber sich selbst zu verstellen, das ist noch was ganz anderes, als einfach, also ich finde, es ist super wichtig, dass jeder so ist, bei jedem, wie er ist. Und ich glaube, jetzt weiß ich wieder, wo ich es her habe. Das Buch, was du mir geschenkt hast, das habe ich nämlich angefangen zu lesen. Ja. Und da ist die Situation her. Genau. Es geht nämlich um darum, wenn ihr jemandem auf der Straße begegnet, dann seid ihr zudem natürlich distanzierter, als ihr das zu euren Eltern seid. Aber ihr müsst euch nicht verstellen, nur weil es eine fremde Person ist. Also, inzwischen bin ich gerne die Drama Queen und ich bin auch gerne laut oder ich bin auch gerne mal zu viel.
das bin ich immer noch viel lieber, als mich klein zu halten, so wie ich es so lange getan habe. Oder immer mal wieder klein. Ich musste mich klein machen, damit ich dann eben gerecht werde. Ja. Und dann bin ich lieber die Drama Queen. Mhm. Und die bin ich dann auch mit dem Stempel auf der Stirn, gerne. Ja. Also, und ich glaube, man merkt auch, dass ich mich in den letzten Jahren, was zum Beispiel Familienfeiern angeht, vollkommen verändert habe. Damals, da wollte ich immer noch so voll die Aufmerksamkeit auf Familienfeiern. Und inzwischen bin ich sogar eher die Beobachterin auf Familienfeiern. Ja. In meinem Freundeskreis bin ich immer noch die, die quasi die Leute zusammenbringt oder die, die laut ist oder die, die auch mal viel zu erzählen hat, ne, weil sie halt auch nicht mehr immer da ist. Ne? Also es sind ja auch immer 1,5 Stunden Fahrt quasi bis dahin. Ja. Oder auch die, die wirklich ihren Traum durchzieht. So. Also da bin ich schon immer noch so ein bisschen die, die nach Aufmerksamkeit, nee, nicht geiert, das stimmt nicht, aber einfach immer noch so ein, aber da bin ich trotzdem ich selbst. Aufmerksamkeit erhaschen möchte. Ja. Also die dir gut tut. Aber die geben die mir ja auch nicht im Sinne von, die wissen jetzt, oder die denken jetzt, oh nee, die Leonie, die muss jetzt mal wieder hier. Sondern das ist halt einfach. Ich glaube, dein Freundeskreis ist ja auch deswegen dein Freundeskreis, genau. Weil sie dich so wie du mit bist. Mit denen spreche ich übrigens genau auch über solche Themen. Ja, geil. Also. Und es gibt aber auch Menschen, bei denen bin ich einfach ich selbst und die sagen, du warst noch nie zu viel, du warst noch nie zu laut, du warst noch nie die Drama-Queen. Mm. Es ist vollkommen normal, wie und wer du bist. Ja, geil. Und ich glaube, also das wurde mir auch erst letztens gesagt und danach war ich sprachlos. Weil sowas habe ich noch nie von irgendjemandem gehört. Mm. Weil ich da nämlich nicht als Drama-Queen oder als die kleine Lolli oder die, also ist übrigens mein Spitzname, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben. sondern ich wurde einfach als der Mensch gesehen, der ich einfach schon immer war, dann irgendwann jetzt auch war und bin. Und ich weiß nicht, das war krass, ja. Ja, cool. Das freut mich natürlich zu hören, dass du gerade, was den Freundeskreis angeht, da so, also dass sie dich einfach auch gar nicht anders kennen, ja? Ja. Ne? Ja. Und das ist halt geil. Und ich glaube, da kannst du dich echt glücklich schätzen. Ich habe den einen oder anderen Bekannten oder auch Freund gehabt, der mit sehr viel Getöse beispielsweise in den Raum reinkam, so dass wirklich all eyes on me, ja, quasi. Mhm. Und mich selbst hat das jetzt nicht gestört, aber mich hat genervt, dass Menschen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ey, dein Kumpel oder dein Freund oder deine Freunde, weil das war nicht nur einer. Und das hat mich so gestört, weil ich dann da was rechtfertigen musste, weil mir ist es natürlich auch aufgefallen, aber mich hat es nicht gestört, weil, weißt du, war schon immer so, also nicht anders kennengelernt. Ja. Let's go. Aber dieses Empfinden halt für solche Situationen ist natürlich ein ganz unterschiedliches. Hm. Ja. Ja, und wer jetzt wissen möchte, in welchem Buch du das gelesen hast, vielleicht da einfach ganz kurz. Das ist von Madina Niazi Hoffmann, das Erfolgsbuch für Kids und Jugendliche. Und der Titel ist Wer du bist und wer du sein kannst. 5 Erfolgsprinzipien für deine selbstbestimmte, farbenfrohe Zukunft. Madina ist die Tochter eines meiner Mentoren und ja, unfassbar beeindruckend, dass sie mit 15 oder mit 16 Jahren angefangen hat, dieses Buch zu schreiben und eben auch veröffentlicht hat und einfach aus dieser
Situation heraus, dass sie eben völlig in Rollen reingepresst wurde oder ihr einfach nicht die Kompetenz zugestanden wurde in der Schule etc. oder auch im Umfeld, die ein Kind einfach haben kann. Und deswegen mein Appell an euch da draußen. Also wir verlinken das Buch einfach. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde auch gern vielleicht ein, zwei Sätze gerne noch dazu sagen. Ja, klar. Also ich habe ja angefangen, das Buch zu lesen. Da sind kleine Aufgaben mit dabei. Und was ich an diesem Buch sehr schätze und jetzt auch schon nach 33 Seiten oder so schätze, sie spricht halt direkt mit euch. Also sie spricht halt wirklich dich direkt an. Und erzählt auch wirklich private Dinge von sich selbst, also wie zum Beispiel ihre Mobbing-Geschichten oder so. Sie sagt halt auch, hey, nur weil ich jetzt mit 17 dieses Buch veröffentlicht habe, heißt es nicht, dass ich besser bin als ihr. Ich bin genauso wie ihr, ich habe auch Scheiße erlebt, aber ich bin halt aufgewacht, ich will, dass es euch jetzt genauso geht. Ich will, dass ihr mit euch alleine was aufbaut. Ich will, dass du deine Zukunft lebst. Ich will, dass du genauso erfolgreich wirst, wie du es sein kannst und dass du dein volles Potenzial ausschöpfst und so. Ja. Und das ist halt, es ist, also klar sind es Prozesse, die ich teilweise auch schon durchgemacht habe. Aber das ist quasi so eine Anleitung dafür nochmal. Ne? Also für alle, die irgendwie vielleicht so ein bisschen, also für die Jüngeren, aber ich glaube, wir würden sogar sagen, das kann jeder lesen. Also ich bin der Meinung, wenn die Kinder heutzutage sind ja viel aufgeweckter als früher. Wenn du heute als Kind schon früh zum Beispiel Zugang zum Internet hast, kannst du, und du hast große Träume, dann kannst du diese Träume wahr werden lassen. Mein voller Ernst, sie hat mit 17 ihr eigenes Unternehmen gegründet. Sie ist bereits eine Unternehmerin und geht noch zur Schule und hat ihr eigenes Business schon am Start. Mhm. Was für ein geiler Scheiß ist das denn bitte? Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich meine, klar, aber auch hier, ne, da ist wieder genau dieses Umfeld, prägt dich. Ich meine, ihr Vater ist Number One Coach im deutschsprachigen Raum, was das Thema erfolgreiches Business angeht, automatisiertes Business angeht. Er ist einfach in der Top 10 gelistet in Europa. Preise war im Forbes Magazine und so weiter. Verstehst du? Sie hat eine Umgebung, die Erfolg denkt, die Erfolg fühlt, die Erfolg sieht, die Potenzial sieht und Potenzial anerkennt. Und das ist halt genau das, was du, wenn du in einem, sorry to say, und das soll jetzt nichts relativieren, was ihr da draußen macht, aber wenn du nur in deinem Angestelltenverhältnis denkst, wenn du nur in diesen Grenzen denkst, einmal im Jahr Urlaub, einmal im Jahr dies, jenes hinher, da habe ich eine Besonderheit, das ist mein eines Highlight, ansonsten schaffe Häusle baue, dann hey, was guckst du denn so jetzt? Ja, dann wirst du gefangen bleiben und dann wird sich niemals was ändern. Ein anderer meiner Mentoren hat gesagt zu mir, Chris, wenn du in einer Vorstadtsiedlung lebst und im Umkreis und Umfeld von Menschen, die ihre zwischen 40 und 60.000 Euro im Jahr verdienen, dann wirst du dein Leben lang zwischen Menschen, die ihre 40.000 bis 60.000 Euro in einer Vorstadtsiedlung lebend verdienen, leben und verbringen und du hast nichts aus dir gemacht und aus deinem Potenzial, das in dir steckt. Das klingt jetzt erstmal hart und das soll niemanden verletzen, wenn er sich in dieser Rolle absolut wohlfühlt und sagt, ich möchte keine Verantwortung übernehmen, ich möchte einfach von 9 bis 5 zum Beispiel arbeiten oder keine Ahnung, 9 bis 4 arbeiten und ansonsten einfach dann nach Hause gehen. Ich muss mich um nichts kümmern, ich muss auch das selbst nicht in die Hand nehmen. Voll und ganz okay. Aber wenn du mehr willst, dann musst du raus aus der Komfortzone, aus der Vorstadtsiedlung Komfortzone zum Beispiel. Ja, ist jetzt nur so ein Klischee. Aber genau darum geht's. Und das finde ich halt beeindruckend, dass junge Menschen schon so weit sind. Schau mal, die ist jetzt 17 Jahre alt und hat quasi 30 Jahre Vorsprung zu mir.
Und die hat schon ihr eigenes Unternehmen, was richtig fett läuft, ja. Also, für mich nochmal ganz kurz zum Abschluss. Und vielleicht kriegen wir es auch wirklich hin, dass es der Abschluss ist. Ja, lass uns einen Schlussstrich ziehen. Von dieser Folge natürlich. 2 Minuten ganz kurz, vielleicht. ich hab gerade ein Projekt auf der Arbeit, das ich tatsächlich auch leiten darf. Und das ist ganz cool, weil wir da für Ausbildungen werben, die frei sind, Ausbildungsplätze. Und ich durfte quasi eigentlich auch frei sein in dem, wie ich diese Moderation quasi verpacke, verbastel quasi. Und habe am Ende dieser Moderation immer einen kleinen Tipp für die Leute, die noch gar nicht wissen, was sie machen möchten oder die vielleicht sogar schon wissen, was sie machen wollen, aber vielleicht Angst haben auf die Reaktionen vom Umfeld. Und da habe ich sowas wie, oder nicht sowas wie, sondern vielleicht jetzt doch ein Appell oder eine Aussage. Ihr solltet euch von keinem, wirklich von keinem sagen lassen, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt. Und ihr seid diejenigen, die jeden Morgen aufstehen müssen, sich gut fühlen müssen, wenn sie auf die Arbeit gehen. Kein anderer sonst. Also lasst euch keinen Beruf aufzwängen oder Lebensstil. Genau, einen Lebensstil oder irgendwelche Einstellungen und Werte, sondern zieht das durch, für was ihr brennt, für was ihr leben wollt. Und manchmal ist es schwierig oder ja, doch, manchmal ist man noch ein bisschen vielleicht auch blockiert, um herauszufinden, was einem liegt und was einem Spaß macht. Aber wenn ihr euch an eurem Können, an euren Talenten einfach nur mal ganz, ganz tief nur mit euch beschäftigt. Ich kann gut reden, ich kann gut vor anderen Leuten sprechen, ich kann mich gut in andere hineinversetzen, ich kann, was weiß ich, oder ich habe nur Hobbys, dann könnt ihr das so zusammenbasteln und damit auch herausfinden, was ihr eben machen möchtet. Aber wichtig ist, dass ihr das macht, was ihr wollt und nicht, was andere für euch wollen. Richtig. Das ist es auf den Punkt und das ist ein perfektes Schlusswort. Danke. Mega. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr diese und die andere Hälfte davor mit voller Sterne-Punktzahl bewertet in eurer Podcast-App und wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns natürlich im Idealfall noch empfehlt und mit anderen teilt. Genau, passt auf euch auf, habt einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz gute Zeit und bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.